Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Conan Exiles. Ich habe wieder Fleisch, weil wir wieder ein Nashorn getötet haben. Ein Rhino. Nicht genug Platz im Inventar. Ich muss mal hier ein bisschen was von dem Gebrutzelten, von dem fertig Gebrutzelten muss ich mal ein bisschen was rausnehmen. Und dann kann das hier nämlich weiter brutzeln. So. Und ich habe ein Schieferrückenei. Scheiße, das hat auch Haltbarkeit. Kann ich das kochen? Nee, kann ich nicht, ne? Das geht nicht. Dann essen wir die gleich mal, würde ich sagen. Benutzen. Benutzen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich die ausbrüten kann. Das wäre ein bisschen komisch. So, die Rinde, die packen wir gleich mal hier rein. Dann können wir nämlich hier nochmal ein bisschen Leder produzieren. Ich höre schon wieder irgendwas rumlaufen. Ach ja, das ist ja der Typ in Wheel of Pain. Ich vergesse das immer wieder. Okay, na wenigstens kann ich mich jetzt nicht mehr erschrecken, wenn hier vor der Tür einer steht, der da nicht hingehört. So, jetzt nehme ich mir noch den Bogen ins Inventar, den neuen, den hyrkanischen Bogen. So, der Nachteil ist jetzt natürlich, die Eisenpfeile kann ich jetzt nicht mal eben im Inventar craften. Das ist jetzt so der Nachteil bei den Eisenpfeilen. Aber, ja, das ist halt jetzt so, ne? Kann ich denn normale Pfeile jetzt einfach so machen? Ist die Frage. Also kann ich mit normalen Pfeilen vielleicht dann arbeiten? Mit dem Bogen halt. Also kann der hyrkanische Bogen auch normale Pfeile verschießen? So meine ich das. Was brauche ich nochmal für normale Pfeile? Steine und Äste. Natürlich, was sonst? Dann gehen wir doch mal jetzt gleich hier raus und besorgen uns nochmal ein paar Äste. Dann schaue ich mal, ob ich den hyrkanischen Bogen auch mit den anderen Pfeilen laden kann. Und dann schießen wir mal auf die Krokodile und dann schauen wir mal, wie schnell das geht mit dem hyrkanischen Bogen mit Eisenpfeilen und mit dem hyrkanischen Bogen mit normalen Pfeilen. Das muss ja irgendeinen Unterschied geben. Ja. Es wäre sonst ganz schön enttäuschend, wenn es da keine Unterschiede gibt. Also irgendeinen Unterschied muss es da geben beim Töten. Finde ich. Ja, das muss einfach sein. Es muss Unterschiede geben, sonst ist das ja voll witzlos, sich sowas zu machen. So, nehmen wir uns mal hier ein paar Steine. Dann machen wir mal Pfeile, also die Standardpfeile. Dann bin ich mal gespannt. Ich höre hier die ganze Zeit Musik. Oder ist es der Wind? Ich weiß es nicht. Es kann auch Ambientgeräusch sein. So, Äste brauchen wir. Oh, Krokodil, da muss ich jetzt aufpassen. Hier nicht zu nahe zum Krokodil jetzt laufe, sonst machen wir ja den ganzen, das ganze Experiment machen wir ja sonst kaputt. Ja, wir wollen ja hier die Pfeile testen und den Bogen. Äste! Mehr Äste. Mehr, mehr, mehr. So. Schauen wir mal, wie viel haben wir? Na, nur 9. Das reicht nicht. Brauchen mehr. Noch viel mehr. Mehr Äste. Nehmen wir noch ein bisschen Stein mit. Komm, hier muss noch mehr Äste geben. Da ist noch einer. Ich will 20 Holz, also 20 Äste will ich wenigstens drin haben im Inventar. War's das? Haben wir es jetzt? Ich mach's mal, ich craft's mal. Ne, ich kann immer noch nur einen herstellen. 4 Äste brauche ich noch. Komm, das wird doch wohl drin sein hier. Könnte auch jetzt einfach einen Baum fällen, da würde ich auch Äste kriegen. Hier sind Äste. Äste, Äste. So, einen Baum fällen bitte. Einmal. Dann haben wir die Äste doch locker intus, oder? Ja, von wegen. Hustekuchen. Er fällt einfach um und rückt gerade mal einen lumpigen Ast raus. Ja, wie ich noch einen Ast brauche hier. Das kann alles nicht wahr sein. Los, gib mir einen Ast. Brauch Ast. Du hast es erfasst. Ich brauche einen Ast. Es ist eine Last mit dem Ast. Es gibt keine Äste hier. Was ist denn das? Ah, das muss doch irgendwo einen Ast geben. Das kann doch nicht wahr sein. Wie es hier keine Äste gibt, ey. Wie alles weg ist an Ästen. Schweinerei. Kann ich ausrasten. Wo sind die Äste hier? Wo sind sie? Menno. Es ist echt... Ja, komm, dann machen wir hier noch den Baum tot. Komm, gib mir einen Ast. Alter, wie kein Ast kommt. Jetzt. Oh. So, gib mir noch einmal Bogen. Pfeil und Bogen. Huch. So, jetzt bin ich mal gespannt.
Kann ich jetzt hier, das sind die normalen Feuersteinpfeile, genau. Ah, guckt mal, man kann die auch ausrüsten. Okay, jetzt testen wir, wie gesagt, erstmal die Eisenpfeile mit dem hyrkanischen Bogen und wir testen das natürlich am Krokodil, ganz stilecht. Bin jetzt mal gespannt. Hoffentlich treffe ich. Nein, natürlich nicht, warum auch? Ich glaube, jetzt habe ich es getroffen. Ja, zwei Schüsse, drei, vier, fünf. Okay, wie viel habe ich sonst immer gebraucht? Ich glaube sieben oder so, ne? Fünf Schüsse ist schon eine deutliche Steigerung. Und er geht auch nicht so schnell kaputt, wenn ich das jetzt richtig sehe, der Bogen. Ist natürlich nice. So, dann nehmen wir jetzt mal, genau, dann nehmen wir jetzt mal die anderen Pfeile. Und gucken mal, ob wir jetzt statt 5 Schuss vielleicht 6 Schuss brauchen. Weil wenn der Unterschied jetzt wirklich nur ein Treffer ist, dann wäre das ein bisschen witzlos, oder? Die Eisenpfeile zu machen, das wäre voll Ressourcenverschwendung dann. Wir haben ja hier drüben noch Krokodile gehabt, aber ich muss mal trinken, sehe ich gerade. Bin voll am Verdursten hier. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben noch einmal eine Portion Krokodile hier drüben. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Kann ich die mit diesen Pfeilen, mit den Standardpfeilen im hyrkanischen Bogen schneller töten? Oder braucht das jetzt deutlich länger? Mal schauen. Wir werden es sehen. Dann kann ich hier auch gleich mal die Aloe abfarmen. Das war zu weit. Scheiße. Mano! Eins. Zwei. Drei. Oh, geh da weg, Hirsch. Vier. Fünf. Sechs. Okay, habe ich mir das gedacht. Okay. Also es ist wirklich, der Unterschied beträgt nur einen Treffer. Mehr oder weniger. Das ist jetzt nicht so geil, da die Eisenpfeile dafür zu craften, für diesen einen Treffer. Ich meine, gut, das hängt natürlich davon ab, ne? Wenn man jetzt wirklich einen krassen Gegner bezwingt, wo jeder Schaden zählt, dann macht es natürlich Sinn, sich speziell dann für diesen Gegner die Eisenpfeile zu machen. Aber so jetzt, würde ich sagen, ist das eher witzlos. Also, wenn wir jetzt hier nur gegen die normalen Gegner kämpfen, die sowieso alle nasenlang wieder neu spawnen, ist das irgendwie verhältnismäßig bescheuert. Ja, da jetzt irgendwie jetzt groß Aufwand zu betreiben, um da jetzt irgendwie die Eisenpfeile zu machen in rauen Mengen. Ja, das muss man ja alles wieder erfarmen. Das ist ja dann auch wieder nicht so toll, finde ich. Und der Bogen, der muss ja auch, der geht ja auch noch kaputt, dann muss man auch noch berücksichtigen. Naja. Aber das ist ein gutes Mittel gegen die Krokodile jetzt, der hyrkanische Bogen. Jetzt kommen die auf gar keinen Fall mehr richtig ran. Es sei denn, sie können einen halt überraschen von hinten. Ne? Das ist natürlich noch so das einzige Ding, wo sie einem noch einen Strich durch die Rechnung machen könnten. So, ich nehme hier nochmal die Äste mit. Und dann machen wir mal nochmal... Dann machen wir nochmal eine Portion Standardpfeile. Die reichen aus. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie groß Wissenschaft begehen hier mit Metallpfeilen. Ah, ein Ast noch, komm. Hier muss noch einer... Ja, dann kann man nämlich noch 20 machen. Also, zweimal Pfeile. Wunderschön. Irgendwas läuft doch neben mir. Boah, das ist gerade irgendwie spooky. Es hat sich gerade angehört. Das ist vielleicht der Geist von meinem Türsteher, der da durchs Wasser gelaufen ist gerade. Ist schon ein bisschen seltsam. Beunruhigend geradezu. So, ich würde sagen, ich besorge mir jetzt noch ein bisschen mehr Aloe und dann mache ich noch ein paar Heiltränke und dann können wir ja nochmal eine Tour machen, tatsächlich. Eine größere. Dann können wir ja nochmal Richtung Westen gehen, aber von unten tatsächlich. Dann gehen wir einfach mal unten rum. Das ist doch auch mal eine Idee. Habe ich hier jetzt eigentlich was? Ja, komm, wir packen das mal hier rein. Die Steine hier, die packen wir mal auch noch rein. Und die dicke Haut, die packen wir... Ne, die packen wir mal hier rein. Dicke Haut. So. Wunderschön. Und genau, das Fleisch kommt ins Feuer. Da können wir auch gleich noch ein bisschen Holz reinlegen. Das Fleisch nehme ich mir raus. Das ist meine Wegzehrung. Und das Fleisch, was jetzt hier drin ist, kann durchbrutzeln.
Hier packen wir nochmal Aloe rein. Genau, ich gehe jetzt nochmal Aloe sammeln. Würde ich sagen. Und, genau. Eine Wasserflasche noch. Wie mache ich die eigentlich nochmal? Was brauche ich dafür? Eine Wasserflasche. 20 normales Fell brauche ich dafür. Na, dann erschießen wir doch hier gleich nochmal so einen Hirsch, würde ich sagen. Jetzt ist keiner da, oder was? Wenn man einen braucht, ist natürlich wieder keiner da. Ich gehe jetzt einfach mal flussabwärts. Oder aufwärts? Ne, ich glaube, das ist flussaufwärts tatsächlich. Und schau mal noch ein bisschen, ob da Aloe wächst. Aloe. Mal schauen. Dann krabbeln wir so viel Aloe ab, wie wir können. Und dann haben wir nämlich einen schönen Heiltrank. Ah, da hinten gibt es ein Krokodil. Das umgehe ich jetzt. Komm, das müssen wir jetzt nicht angreifen. Spar mal lieber Pfeile. Ich kann ja noch ein paar Äste mitnehmen. Ja. So viel zu dem Thema. Na, komm her. Kleines Schweinchen. Haha. Hey, wieso habe ich so viel Schaden gekriegt? Ich habe doch eine geile Rüstung an. Verstehe ich nicht. Irgendwas sollte ich auch skillen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Irgendwas sollte ich skillen, was mich resistenter macht, wenn ich eine Rüstung anhab. War das diese... Was war denn das? Wartet mal. Das war, glaube ich, Beweglichkeit. Beweglichkeit war das, glaube ich, und Stehvermögen. Genau, ich glaube, irgendwie sowas war das. So, das Krokodil ist chillig. Hier gibt es irgendwie keine Aloe mehr, nur da hinten ist eine Spinne. Da sind Kakteen. Was ist das denn da? Ach, das ist ein Stein. Nee, da muss ich wieder in die andere Richtung jetzt tatsächlich laufen. Das bringt's ja nicht. Ich will mir Heiltränke machen. Rennen wir mal ein bisschen. Bisschen flotter laufen hier. Und unterwegs kann ich mir noch ein paar Pfeile machen. Äste. Äste, Äste. Ah, du blöder Elefant, ey. Ich weiß genau, du wirst mir irgendwann aufs Dach springen. Ich weiß es. Ich weiß es. Da kommt der Elefant dann kuscheln. Ah, wartet mal, das bringt mich auf eine andere Idee. Was ich noch tun wollte. Jawohl. Hervorragend. Brauchen nämlich hier... Gib mir dein Fell. Warum kriege ich von dir kein Fell? Warum hat die mir denn jetzt kein Fell gegeben? Ich will Fell haben. Bärchen will Fellchen. So. Wo zur Hölle ist jetzt Aloe? Da hinten ist Aloe. Boah, was ist denn hier los, ey? Crocodile City ist das hier. Das gibt's ja gar nicht. Ich versuche die jetzt mal zu umgehen. Ich versuche mich jetzt mal da hinten zur Aloe durchzuschlagen, ohne von irgendwas angegriffen zu werden. Quasi Stealth, ja? Wie in Ghost Recon Wildlands. Da mache ich auch immer alles Stealth. Und dann klappt's nicht. Werde ich doch entdeckt am Ende des Tages. Was fliegt denn hier? Was ist denn das? Ein Ast? Jawohl! Ich höre schon wieder neben mir was laufen. Was mich gerade ein bisschen irritiert. Da ist Aloe. Und das blöde Nashorn kommt natürlich hier hoch. Warte mal, ich renne mal vorbei. Es sind irgendwie mehr Nashörner geworden, kann das sein? Kam da irgendwie ein Patch raus, mit dem sie die Spawndichte erhöht haben von den Viechern? Das irritiert mich gerade so minimal, muss ich sagen. Dass da so viele Nashörner rumlaufen. Das ist ja abartig viel. Es sind ja mehr Nashörner als Krokodile und die Krokodile waren schon lästig damals. Was heißt damals? Hö. Schon immer. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist Aloe, genau. Und da habe ich gerade schon ein Krokodil gesehen, da hinten. Ah, noch irgendwo Aloe? Aloe, da. Krokodil ist da, aber das hat mich noch nicht gesehen. Nashorn. Schnell die Aloe-Pflanze abkrabbeln. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, mehr Aloe zu bekommen eigentlich? Mit einem Farmgriff? Außer jetzt die Einstellung hochzudrehen? Höh. Ich glaube nicht, ne? Gibt's nicht. Oh, das ist echt... Das ist ja eine Plage geworden, die Nashörner. Das ist ja unglaublich. Die haben sich ja exponentiell vermehrt hier. Das habe ich auch schon gemerkt, wo ich mich da eingeloggt habe beim letzten Mal.
wo ich da auf die Welt connected bin. Also wo ich meinen Singleplayer reaktiviert habe, sagen wir es so. Da waren auch so viele. Wo ich da gestorben bin in der Stadt. Irgendwas stimmt da nicht, glaube ich. Ah, Aloe. Wunderschön. Aloe-Blätter. Mal gucken, ob hier noch was ist. Da ist nochmal Aloe. Und keine Krokodile in der Nähe. Das sehen wir immer gerne. Scheiß Nashorn und Schieferrücken. Okay. Ah, hier ist noch einmal. Wie viel haben wir jetzt? 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 Mal gucken. 6. Und ich hatte, glaube ich, noch 3. Das heißt, ich brauche noch wenigstens eine Pflanze. Dann kann ich noch einen Heiltrank machen. Alter, das ist aber unglaublich, wie man sich das hier zusammenschnorren muss. Das ist unglaublich, ne? Ist schon ein bisschen krass. Kann man sich das nicht irgendwie anpflanzen? Wie in Ark? Irgendwie mit riesigen Beeten oder so? Das würde doch mal Sinn machen. Wenn man sich Aloe ein bisschen erfarmen kann, indem man es anpflanzt. Toll, da hinten ist Aloe, aber da sind auch wieder Krokodile. Ach, wisst ihr was? Wofür haben wir eigentlich den Bogen? Wofür haben wir das Gerät eigentlich? Ja, toll. Damit ich daneben schieße. Jawohl, auf den Kopf. Auf den Kopf. Toll, daneben. Ja, nein. Wie es Deckung sucht, ey. Das kleine miese Schweinchen. Ja, komm doch her. Und. Hä? Was war das denn? Hat wohl einen Treffer nicht richtig gezählt, glaube ich. Oder ich habe mich nur verzählt beim Schießen. Das kann natürlich auch sein. Ah, Moment. Ich laufe zu nah zum Strauß. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Dass ich nicht zu nah zum Strauß laufe. Oh, Hyänen. Das ist auch nice. Die geben doch ganz viel. Die geben doch ganz viel Pelz, wenn man die tötet. Jetzt schnapp ich mir erstmal die Aloe-Fasern hier. Genau. Jetzt nehmen wir mal ganz viel mit. Hey, warte mal, die Pflanze ist auch wichtig, glaube ich. Diese Lotusblüte, da kann man auch irgendwie einen Extrakt draus gewinnen und kann da irgendwas Tolles mit anfangen. So, rennen wir mal weg. Genau. Jetzt müsste ich... Ich werde jetzt nochmal die Hyäne töten. Das lohnt sich, glaube ich. Die geht ja eh aggro auf mich los. Sollte sie zumindest. Ja, komm her. Komm. Lass dich töten. Ja, sauber. Okay. Und jetzt nehme ich dein Fell. Tierhaut. Jawohl. Dann können wir es doch gleich machen, oder nicht? Jawohl, siehst du mal. Haha. Das ist doch schön. Genau, jetzt muss ich nur aufpassen, wenn ich die jetzt benutze, die Flasche, dass ich nicht aus Versehen die 8 drücke und dann meinen Heiltrank benutze. Das wäre nicht so gut. So, dann bewegen wir uns mal wieder Richtung Heimat. Vielleicht können wir ja unterwegs noch ein bisschen Aloe sammeln. Vielleicht fällt uns ja noch was in die Hände. Dann können wir vielleicht sogar 2 Heiltränke machen und nicht nur einen. Und ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt tatsächlich auch die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Conan Exiles. Und dann, ja, machen wir die Heiltränke und machen nochmal eine kleine Tour, würde ich sagen. Und hier ist nochmal so eine Pflanze, die grabbel ich jetzt noch ab. Bis zur nächsten Folge Conan Exiles. Bis dann, ciao, ciao.